Ich habe 70 öffentliche Toiletten getestet und das waren die drei ekelhaftesten. Auf Platz 3 mit ordentlichem Pilzbewuchs, diese Toilette, die sich angeblich alle 15 Minuten selbst desinfiziert, sah auf jeden Fall nicht so aus. Auf Platz 2 diese Männertoilette, eigentlich ganz cool, man muss dort nichts anfassen, kann schnell mal aufs Klo, aber absolut ekelhaft und es hat mega gestunken. Wie war deine Experience? Würdest du lieber 70 Cent zahlen oder umsonst hier pissen? Und mit Abstand auf Platz 1, mit Meilen Vorsprung, ich meine, schaut euch mal dieses ekelhafte Pilzwachstum an. Diese Rastatt-Toilette, die einfach komplett vollgeschissen war. Es ist so ekelhaft. Warum habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Ich brauche definitiv andere Hobbys.